trotz Let's Dance Sieg. Zweifelt Valentin an sich selbst? Quälen ihn etwa Selbstzweifel? Valentin Lusin, 36, konnte am vergangenen Freitag mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova, 23, bei Let's Dance den Sieg holen. Viele Fans und die Jury empfinden den Gewinn des Tanzpaares auch als gerechtfertigt. Doch ist Valentin etwa trotzdem nicht stolz auf sich? Punkt. Seine Ehefrau Renata Lusin, 35, schildert im Promiflash-Interview: Ich bin diejenige, die ihn seit 20 Jahren immer lobt. Das konnten sie nicht. Das Programm lief zunächst wie folgt ab. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfiel, verringerte sich nach jeder Runde die Anzahl ihrer Gegner, so mussten nach der ersten Partie 116 Angestellte das Feld räumen. Im zweiten Spiel berühren griffen Joko und Klaas nach 94 Gegenständen, demnach mussten 94 der Belegschaft das Studio verlassen. Vor der finalen Challenge waren lediglich noch 49 Leute übrig, somit konnte das Duo stolze 728 Teilnehmer eliminieren. Kurz vor dem Ende sah es für Joko und Klaas sehr gut aus, doch im Spiel Dichter denken stellte Steven Gätjen, 50, mehrere Fragen. Das Team, das mit seiner Antwort der Lösung am nächsten lag, sollte gewinnen. Mit 5 errungenen Punkten ging das Finale und die Sendung an ProSieben. Als Strafe müssen Joko und Klaas die gesamte Belegschaft bekochen.